Hallo liebe Kinder, heute wollen wir euch zeigen, wie man ganz tolle Fensterbilder gestalten kann mit ganz einfachen Materialien. Dazu brauchen wir ein ausgedrucktes Mandala-Blatt oder was ähnliches. Ihr könnt ein Motiv wählen, was ihr wollt. Das kann auch ein Schmetterling sein, eine Blume, ein Auto, ein Fisch, wie ihr das möchtet. Dabei können euch eure Eltern gerne helfen oder vielleicht habt ihr auch Bekannte, die einen Drucker haben und etwas aufdrucken können. Genau, dann brauchen wir eine Laminierfolie, ein Laminiergerät, das nachher alles eingeschweißt werden kann. Auch das hat nicht jeder zu Hause, aber auch da könnt ihr Bekannte oder Freunde fragen und ich bin mir sicher, irgendeiner hat das auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch Zebra, eine Flasche Öl, das kann Speiseöl sein, das kann aber auch Babyöl sein, eine Schere und Buntstifte oder auch Filzstifte, wie ihr möchtet. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. So, am Anfang nehmen wir das Blatt und bemalen es. Da haben die Kinder schon schön angefangen, das ganz bunt zu malen. Ich will auch durchfahren. Ja, die Kinder haben sich heute für Regenbogenfarben entschieden. Ich habe euch schon was vorbereitet. Und zwar habe ich schon ein Bild vorgemalt, einfach weil das etwas Zeit in Anspruch nimmt. Dieses Bild habe ich auch schon eingeölt. Das heißt, ihr nehmt ein Stück Zebrapapier, macht ein, zwei Tropfen Öl auf das Zebra und tut es über das ganze Bild verteilen. Das Ganze muss ein wenig einziehen. Im Idealfall über Nacht. Es kann aber auch einfach eine Stunde bis zwei Stunden liegen bleiben. Und wenn das Ganze ein bisschen eingezogen ist, dann kann man schon vielleicht sehr gut erkennen, dass es da schon durchschimmert. Das ist nicht mehr weiß, das Blatt, sondern es ist schon etwas transparenter geworden und die Farben sind besser zu erkennen. Wenn das passiert ist und das Ganze eingezogen ist, nehmt ihr eine Schere und schneidet es aus. Genau, die Kinder haben ein bisschen mehr Zeit, die brauchen noch etwas. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dafür muss man ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. So, schneide ich das mal aus. Es ist auch noch etwas feucht, das Bild sehe ich gerade. Also im Idealfall ist das Öl ganz eingezogen, das ist immer am besten. So, das stelle ich mal zur Seite. Dann nehmt ihr die Laminierfolie. Da lasst ihr euch bitte auch von euren Eltern helfen, weil gerade das Laminiergerät sehr heiß werden kann. So. Das Ganze machen wir dann hier herein. Das dauert meist etwas. Sehr toll aus. Wunderbar macht ihr das. Genau. Jetzt ist es auch schon fast durchgefahren. Immer auch dran denken, wenn ihr fertig seid, das Gerät direkt auszuschalten und auskühlen zu lassen. So, jetzt haben wir das Fensterbild in dieser Folie einlaminiert, wie ihr sehen könnt. Das Ganze schneidet man jetzt noch rund aus und dann zeige ich euch gerade mal. Ich habe nämlich hier schon ein vorgefertigtes, das kann man dann ans Fenster kleben, kann man sich auch helfen lassen von den Eltern und dann schimmert es schön dadurch und ihr habt ein wunderschönes Fensterbild. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.